Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von hörspielprojekt.de, der Community für Hörspielmacher. Herzlich willkommen zu Wer wird richtig reich? Mein Name ist Ralle Rathas und ich präsentiere Ihnen die neue Quiz-Sendung Ihres Lieblingssenders, dem Sender mit der Unterhaltungsgarantie. Bei Wer wird richtig reich treten 4 Kandidaten gegeneinander an und sammeln mit ihren richtigen Antworten eine ganze Menge Geld. Und in dieser Show zählen auch die falschen Antworten. Denn das Geld für falsch beantwortete Fragen wandert auf ein Jackpot-Konto, das am Ende der Show einer der Kandidaten abräumen kann. Und jetzt begrüßen Sie mit einem kräftigen Applaus unsere 4 Kandidaten. Wo sind denn hier die Kameras? Jetzt geht doch mal endlich los hier. Wurde ja auch langsam Zeit. Was muss ich denn jetzt machen? Muss ich was sagen? Nee, ich glaube nicht. Mal gucken, was der Typ jetzt ansagt. Ja, das sind unsere 4 Kandidaten, die ich Ihnen zunächst gerne kurz vorstellen möchte. Am ersten Ratetisch steht Agathe. Bin ich jetzt dran? Ja, Agathe, stellen Sie sich doch bitte unseren Zuschauern kurz vor. Also, mein Name ist Agathe Adelmeier. Ich bin Hausfrau. Agathe, sprechen Sie einfach ganz normal. Ich wusste nicht, weil wir doch hier im Fernsehen sind. Und die Menschen wollen doch auch verstehen. Ich verstehe manchmal überhaupt nicht, was die Leute im Fernsehen sagen. Erst letztens bei der Gerichtssendung. Vielen Dank, Agathe. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind sehr gut zu verstehen. Kommen wir nun zu Kandidat 2. Ich? Ja, jetzt Sie bitte. Und dann sagen Sie das doch, ne? Also, ich heiße Bruno und fahre jetzt schon über 20 Jahre mit meinem Fischkutter zur See. Und können halt die Kohle gut gebrauchen, ne? Da sind Sie hier natürlich absolut richtig, Bruno. Jede Frage kann sich für Sie lohnen. Puh, mal kicken, tja, ne? Unsere Kandidatin Nummer 3. Mit welcher gut aussehenden jungen Frau haben wir es denn hier zu tun? Ich bin Vanessa und mein Aussehen kommt natürlich nicht von allein. Und als Model muss man ja auch total auf sowas achten. Was für ein Gelaber. Kommen wir zu unserem Kandidaten Nummer 4. Gerhard, würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Das haben Sie ja jetzt schon gemacht. Da kann ich mich jetzt auf Wichtigeres konzentrieren. Können wir nicht langsam anfangen? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Es geht also los mit unserer offenen Raterunde. In der offenen Raterunde kommt der Buzzer zum Einsatz. Ich stelle unseren Kandidaten eine Reihe von Fragen. Wer zuerst drückt, darf antworten und gewinnt 100 Euro für jede richtige Frage. Bei einer falschen Antwort werden dem Kandidaten 100 Euro von seinem Punktekonto abgezogen und wandern dafür auf das Jackpot-Konto. Bevor wir starten, machen wir noch einen Buzzer-Test. Gerhard, schön, dass Sie schon gedrückt haben, aber ich wollte, dass der Reihe nach... Bei mir funktioniert's nicht. Ich hab gedrückt, aber... Ich weiß nicht, was Sie wollen. Bei mir hat es funktioniert. Agathe, Sie haben ja auch später als Gerhard gedrückt und deshalb... Hätte ich etwa auch drücken sollen? Aber das hätte mir doch jemand sagen müssen. Ich könnte mal langsam was zu trinken vertragen. Bitte, bitte, meine Damen, meine Herren. Lassen Sie mich doch bitte erst mal erklären. Ich sag schon, wann Sie drücken sollen. Entschuldigung. Dann habe ich ja alles richtig gemacht. Das kann ja heiter werden. Agathe, bitte drücken Sie jetzt mal auf den Buzzer. Natürlich. Gut so? Ja, vielen Dank. Ihr Buzzer funktioniert wunderbar. Dass Gerhards Buzzer funktioniert, haben wir ja schon gehört. Bruno, schlagen Sie jetzt mal auf den Buzzer. Joe, geil. Bruno, vielleicht nicht so fest. Sie brauchen nicht so hart drauf zu hauen. Ja, aber Sie haben doch gesagt. Was habe ich? Ist ja auch egal. Jetzt bitte Sie, Vanessa. Haben Sie auch richtig gedrückt, Vanessa? Natürlich habe ich richtig gedrückt. Ich muss nur aufpassen, dass meine Fingernägel nicht abbrechen. Probieren Sie es einfach nochmal.
schon, mein Dern. So geil das nicht. Du musst schon mal ein bisschen mehr Schmackes reinlegen. Ach was, der muss man doch nur erzählen. Der Buzzer wäre der Knopf zum Öffnen des Schminkdöschens. Dann klappt das schon. Ich probier's gerade mal selbst. Merkwürdig. Der Herr Moderator kriegt es auch nicht hin. Soll ich's bei mir nochmal versuchen? Ich sag ja, mal mit richtig Kraft draufhauen hier. Warten Sie mal, ich mach das mal. Nein, nein, wir kriegen das schon. Wir haben da wohl eine kleine technische Störung, die wir aber sicher gleich behoben haben. Nach einem Werbespot sind wir wieder... Ralle, das Gewinnspiel. Wie bitte? Mensch, Ralle, das Gewinnspiel für den Zugucker. Hey, was denn sonst? Ach so, ja. Auch Sie zu Hause können etwas gewinnen, und zwar diesen erstklassigen Papierkorb mit Edelstahlfelgen, vollautomatischer Papierstandsanzeige und Ledergriffen im Gesamtwert von über 5 Euro. Dazu müssen Sie nur diese kleine Frage richtig beantworten. Wie heißt der berühmte Moderator Günther Jauch mit Vornamen? Ist das A. Günther oder B. Rumpelstilzchen? Rufen Sie an unter 0190 3x die 7, 2x die 3 und 4x die 10. Ein Anruf kostet Sie 2 Euro pro Minute. Im Mobilfunk ist deutlich teurer. Nach etwas Werbung sind wir wieder da und dann geht es los. Das kriegen die eh nicht hin. Ich probiere das gerne mal aus. Nochmal meinen Lippenstift nach. Ihr Mann interessiert sich nicht mehr für Sie? Er steht mehr auf Pfirsichpopo statt Orangenhaut? Vergessen Sie Anti-Aging-Cremes und die anderen Pflegeprodukte, die Ihnen bloß versprechen, wieder jung auszusehen. Denn nur wir haben ein Mittel, das wirklich hilft. Wichtelberger Rammelbock. Das Starkbier mit 58,42% Alkohol. Schon nach nur 2 Flaschen wird Ihr Mann Sie wieder mit ganz anderen Augen sehen. Und für ein romantisches Wochenende kaufen Sie gleich das Wichtelberger Rammelbock Amore Sixpack. Und falls Sie gleich den Bierbauch Ihres Mannes nicht mehr sehen wollen, Wichtelberger Spritz, der fruchtig-bittere Likör für Sie. Alles Gute kommt von Wichtelberger. Was ist denn eigentlich aus Prinz Alfred geworden? Na, der hat doch eine neue. Ach, doch nicht etwa die Zofe seiner Schwester? Das war mal. Jetzt hat er mit der Köchin angebändelt. Bei seinem Bauchumfang scheint seine Liebe wohl durch den Magen zu gehen. Das stimmt. Obwohl er inzwischen ja 20 Kilo abgenommen hat. Tatsächlich? Ja, aber sag mal, woher weißt du das alles? Ich lese doch die Gloria. Die Gloria? Na, Gloria. Alles über die Reichen und Schönen. Das Magazin für die Frau. Gloria, die neue Ausgabe jetzt wieder in jedem Wartezimmer. Meine Güte, wie siehst du denn aus? Du warst wohl wieder im Urlaub. Eine ganze Woche. Und? Wie war's? Ach, die ganze Zeit schlechtes Wetter, mieses Essen, die Zimmer dermaßen verdreckt. Und vom Badezimmer, wollen wir mal gar nicht reden. Hört sich ja nach einem super Urlaub an. Nachts. So ein Lärm, dass du kein Auge zumachen kannst. Und wie war der Flug? Naja, 4 Stunden Verspätung, keine Getränke und der Flug war überbucht. Also mussten wir im Gang stehen. Dann habt ihr wieder bei Horrortours gebucht. Wie immer. Horrortours. Und sie freuen sich wieder auf zu Hause. Früher musste ich alles selbst im Haus reparieren. Was für eine Plackerei. Und es mussten immer ausreichend Heftpflaster vorrätig sein. Doch die Zeiten sind lange vorbei. Nur ein Anruf bei 0190 8x die 8 und über Nacht wird alles in Ordnung gebracht. Man muss ihnen nicht mal die Tür öffnen. Wie machen die das bloß? Ich verlasse mich jetzt auf die Profis. Die Freiheit nehme ich mir. Übrigens, jetzt doch einfach über bürgler-heinzelmännchen.de. Und da sind wir wieder zurück. Alle Buzzer funktionieren und schon kann es losgehen mit der offenen Raterunde bei Wer wird richtig reich?
Und das ist die erste Frage. Wie heißt die große deutsche Boulevardzeitung mit 4 Buchstaben? Na, weiß das etwa keiner? Ich wüsste es, glaube ich. Na klar. Halten Sie uns für blöd? Na, das weiß doch wohl jeder. Aber warum hat dann keiner von Ihnen gedrückt? Na, jetzt nehmen wir die Frage erstmal raus. Sie haben doch vorhin gesagt, wir sollen erst drücken, wenn Sie es sagen. Ja, aber jetzt geht es natürlich darum, wer am schnellsten die Antwort weiß. Selbstverständlich sollen Sie jetzt drücken. Doch nicht jetzt. Aber das haben Sie doch gerade gesagt. Ich hab's auch gehört. Meine Damen, meine Herren, ich erkläre es Ihnen nochmal. Wenn ich eine Frage gestellt habe und Sie die Antwort wissen, drücken Sie so schnell wie möglich. Wer zuerst gedrückt hat, darf die Frage beantworten. Verstanden? Warum haben Sie das denn nicht gleich gesagt? So, Sie sind der Boss. Na, ob das heute noch was wird? Tja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ein Bauer hat 17 Schafe. Alle sterben bis auf 9. Wie viele bleiben übrig? Oh, rechnen wir noch nie meine Stärke. Vanessa, Sie waren die Schnellste. Jetzt haben Sie 5 Sekunden für Ihre Antwort. 17 minus 9, 8 Schafe. Schade, Vanessa. Da haben Sie leider daneben gelegen. Wenn alle bis auf 9 sterben, bleiben natürlich 9 übrig. Schon gehen 100 Euro auf das Jackpot-Konto. Hier ist schon die nächste Frage. Wie heißt Hannelore Elsner mit richtigem Namen? Das Drecksding funktioniert nicht! Agathe, Ihr Buzzer hat zugeschlagen. Wie? Das stimmt was nicht! Wie ist Ihre Antwort? Hannelore Elstner. Sensationell, Agathe. Richtig. Damit gehen 100 Euro auf Ihr eigenes Konto. Toll, dass Sie das gewusst haben. Das habe ich neulich in der Gloria gelesen. Wissen Sie, da steht alles drin. Über die Königinnen, Prinzen und die ganzen Prominenten. Wer gerade in wen verliebt ist oder sich trennt. Man will ja schließlich auf dem Laufenden. Ja, so genau wollte ich das ja auch nicht. Das ist ja wohl eine Frechheit. Dieser Buzzer funktioniert ja überhaupt nicht. Ja, ich weiß ja auch nicht. Rallemann, mache erst mal Werbung und checke das in der Zwischenzeit. Nun, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben da wohl ein kleines technisches Problem, das wir aber allerdings gleich behoben haben werden. So lange verabschieden wir uns in die Werbung. Bleiben Sie dran, alle? Wir sind... Das Gewinnspiel. Ist ja gut. Sie können weiterhin gewinnen. Na, die Frage sehen Sie ja eingeblendet. Rufen Sie an oder gehen Sie auf www.daszuschauermitmachquiz bei werwirdrichtigreich.de. Ab in die Werbung. Na du? Ich? Wer denn sonst? Auch so alleine? Tja, also eigentlich ja, bin ich... fallen da tausend Dinge ein, die wir zusammen machen könnten. Also ich brauche aber nur... Du brauchst es nur zu sagen. ich will... Ich weiß schon. Soll ich's machen wie immer? Für 100 Euro? Ja, wie immer, das wäre mir recht. Dann gib jetzt bitte hier deine Geheimnummer ein. Natürlich, sofort. Vielen Dank für Ihren Besuch bei der Bank 66. Ich hoffe, Sie beehren mich bald wieder. Ach, schon toll, diese neuen Geldautomaten der Bank 66. Eine Bank, wie ich sie mag. Wissen Sie eigentlich schon, was im übernächsten Sommer in Mode ist? Oder wo die Tochter des Cousins der Lady Isabel von Hohenstein Urlaub gemacht hat? Na, steht doch alles in der Gloria. Gloria, alles über die Reichen und Schönen. Das Magazin für die Frau. Gloria, die neue Ausgabe jetzt wieder in jeder Papiertonne. Hast du Dannheimer Versicherung? Mein Name ist Braumeister. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Gronemeyer. Ich muss einen Schaden an meinem Wagen melden. Ja, ich kam gerade vom Einkaufen, als ich... Kein Problem. Haben Sie bitte ein paar Sekunden Geduld. Gleich ist ein Sachbearbeiter bei Ihnen. Guten Tag, Herr Gronemeyer. Ach du Dannheimer, ich bin Ihr Sachbearbeiter. Das ging aber schnell. Selbstverständlich. Was haben Sie denn für einen Schaden?
beim Ausparken hat mir wohl jemand meinen linken Kotflügel verschrammt. Ah, ich sehe schon. Na, das lohnt sich ja kaum. Warten Sie. Was machen Sie da? So. Jetzt können wir Ihnen gleich die ganze Seite neu machen. Aber... Sie haben schließlich einen Anspruch auf Komfortschaden. Hab ich? Und den Spiegel... Machen wir auch gleich mit. Prima. Machen wir doch gerne. Ach du Dannheimer Versicherung. Immer in Ihrer Nähe, immer eine helfende Hand. Verehrte Zuschauer, da sind wir wieder. Wir entschuldigen uns für die technische Panne, aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und hier kommt die nächste Frage für unsere Kandidaten. Wie viele Zähne hat ein Original-Leibniz-Keks? Wunderbar. Gerhards Buzzer funktioniert. Was ist Ihre Antwort? An allen vier Seiten sind das 48. Gar nicht schlecht, Gerhard. Sie liegen nur knapp daneben, denn es sind 52. Gerhard, Sie haben die Ecken nicht mitgezählt. Dafür wandert das Geld wieder in den Jackpot. Moment, das hätten Sie aber dazu sagen müssen. Jetzt macht ihr doch nicht ins Hemd. Kommen wir jetzt zum Finale, zu unserer Jackpot-Runde. Dazu schauen wir mal, was unsere Kandidaten erspielt haben. Agathe hat immerhin 100 Euro erspielt. So viel? Bei Vanessa? Oh, da haben wir minus 100. Ah, ich habe mir echt Mühe gegeben. Und Gerhard auch. Ah, na, das ist ja eine Spitzenshow. Und Bruno steht bei 0. Ja, kriege ich doch wenigstens was zu trinken. Ja, also, dann hat Agathe wohl am besten abgeschnitten. Ehrlich? Na, prima. Dann geht es also für Sie, Agathe, jetzt um unseren Jackpot von weiteren 200 Euro. Ja, das ist aber eine Stange Geld. Ja, Bruno, Agathe ist jetzt dran. Halten Sie sich bitte zurück. Wenn Sie die folgende Frage richtig beantworten, bekommen Sie zusätzlich unseren Jackpot von 200 Euro. Ich bin ja total aufgeregt. Sind Sie bereit? Moment, und wenn ich falsch antworte, verliere ich dann die 100 Euro wieder? Keine Sorge, Agathe. Sie können nur gewinnen. Na dann. Wissen Sie, wenn ich das jetzt wieder verlieren könnte, würde ich sonst lieber aufhören. Gerade gestern habe ich nämlich mit der Ursel drüber gesprochen. Wenn mir sowas... Es ist gut jetzt. Können wir bitte diese Sendung zu Ende bringen? Wir haben nur noch eine Frage. Ich glaube, der hat's mit den Nerven. Tja, man, sowas nennt sich Showmaster. Und von Klamotten hat er echt voll keine Ahnung. Bitte, bitte. Was für eine Mimose. Na, das musste ja so kommen. Voll peinlich. Ruhe, verdammt nochmal! Wenn Sie nicht gleich die Schnauze halten, schmeiß ich Sie alle raus. Ralle? Stell doch bitte mal die Frage, wir sind ja immer noch auf Sendung. Dann also die Frage. Jingle! Wie heißt ein berühmter deutscher Komiker mit vier Buchstaben? Ach du meine Güte. Hey, also, dann würde ich gern meinen Joker einsetzen und das Publikum fragen. Agathe, Sie haben keinen Publikumsjoker. Das ist eine andere Sendung. Entschuldigung. Dann würde ich gerne die Frage schieben. Das geht auch nicht. Auch eine andere Sendung. Oh Gott. Oh Gott. Otto, mein Neffe, der wisse das. Otto ist richtig. Agathe hat es tatsächlich gewusst und nimmt also 300 Euro mit nach Hause. Das ist ja unglaublich. Das war's endlich. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Wie? Der haut einfach so ab. Ist hier nicht nebenan noch die Heidi? Ich finde, ich habe volles Talent. Allmächtiger. Gute, hier spricht Bühler. Jo, Herr Programmdirektor. Sie haben die Sendung 8 geguckt. Ron, hast du einen Moment? Momente, Jessica. Dieser unmenschliche Moderator, das war Habe Stoll. Na, der hat so eine Sendung zum ersten Mal moderiert. Das Konzept und die Produktion übernommen. Hä? Entschuldigung, wie bitte? Besser an Profi? Na,
Na, immerhin war er billig zu kriegen. Draußen stehen die Kandidaten. Sofort. Jo, aber das Design von Tobias Pade, das ist doch allererste Sahne. Ach, und die Musik hat er dankenswerterweise auch noch übernommen. Voll der Honig, finde sie nett. Und die Soundeffekte von Freesound.org. Hä? Die Namen der Kandidaten? Ach, die haben wir uns natürlich nur ausgedacht. Wie Schwachkäppe. Hallo? Auf ihr Licht. Tja, Jessica, lass es rein. Herr Regisseur, das war ja großartig. Und dass ich so viel gewonnen habe. Sagen Sie bitte Ihren richtigen Namen, damit ich Ihnen den Gewinn zukommen lassen kann. Irene Hader. Und was ist mit der versprochenen Aufwandsentschädigung für die Anreise? Oh, das machen wir natürlich. Ihr Name war? Michael Gerdes. Ich heiße Natascha Wittmark. So eine Entschädigung ist ja wohl das Mindeste für diesen Job. Sie sprechen ja jetzt so anders. Ich war einfach nur voll in meiner Rolle. Und nicht zu vergessen unser Matthias Ubert, alias Bruno. Jesse, kümmerst du dich bitte drum? Immerhin haben wir durch die tolle Werbespots von hörtalk.de wenigstens nicht miese gemacht. Jawohl, Herr Bühler. Vielen Dank, Frau von Hesler. Und was ist mit dir? Ich? Ach, ich gehe jetzt mit Matthias in Schoppebätze. Mensch, nur endlich. Tut man das wohl mal Zeit, nicht? Das Intro zu dieser Sendung wurde Ihnen präsentiert von Wolf Nilsson und Wichtelberger. Prost!